Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal Zwetschgenkuchen und dafür brauchen wir Mehl 250 Gramm, Zucker, Butter und 100 Gramm Haselnüsse machen wir diesmal rein. Jetzt kommt ein Ei hinzu. So, jetzt geben wir ihn 30 Minuten. Ihr Lieben, jetzt hat er eine halbe Stunde geruht. Ich musste ihn noch ein bisschen durchkneten, weil dieser Teig neigt dazu, ein bisschen bröckelig zu werden. Voilà, Zwetschgen. Das sind so Spätzwetschgen. Ihr Lieben, jetzt sind da so 1 Kilogramm Zwetschgen. Die sind so mini klein, das sind so Spätzwetschgen. Und da drauf machen wir mal natürlich auch Streusel mit Butter, Mehl, brauner Zucker, Zimt. Und das vermische ich jetzt. Ihr Lieben, es ist vollbracht. Ich habe extra den Rand ein bisschen höher gemacht, dachte, dass das ein bisschen auslaufen würde, was aber nicht passiert ist, Gott sei Dank. Schön groß, braun. Also, guten Appetit und bis bald, ihr Lieben.